Arthur ist Ingenieur, arbeitet in Stuttgart, hat ein ganz ordentliches Nettogehalt, bisschen Geld schon auf der Seite. Die Frage ist jetzt, wie gut ist seine Bonität wirklich? Und weil wir ihn gerade coachen im Rahmen einer kleinen Miniserie, geht es in dieser Folge jetzt um das konkrete Finanzierungsgespräch. Wir beide sind gar nicht dabei. Er spricht mit einem Finanzierungsprofi aus dem Immocation Coaching Team und wird erfahren, wie viel Immobilie er sich denn überhaupt leisten kann. In diesem Sinne, ganz herzlich willkommen bei Immocation. Wir möchten, dass möglichst viele Menschen Vermögensaufbau mit Immobilien lernen. Genau, so eben auch der Arthur. Und wenn du nicht verpassen möchtest, wie es bei Arthur weitergeht, dann abonniere am besten einfach unseren Kanal. Herzlich willkommen und vielen Dank, dass du uns, also mir und oder Immocation und mir das Vertrauen entgegenbringst, dass wir dich hier bei deinen Zielen finanziell und mit Immobilien unterstützen können. Ich mag ganz kurz der Vollständigkeit halber etwas zu mir sagen. Mein Name ist Alexander Luhn, was du jetzt mittlerweile schon weißt. Ich bin gelernter Banker, komme aus einer Organisation und bin jetzt aber mittlerweile nicht mehr als angestellter Banker tätig, sondern als Darlehensvermittler, sprich ich schaue jetzt bei Kunden wie beispielsweise dir, die auf der Suche nach einer Finanzierung sind, was sind so die Ideen, was soll umgesetzt werden und schaue dann, zu welcher Bank das passt, weil auch Banken unterschiedliche Bedürfnisse haben, welche Kunden und welche Art von Geschäft sie haben wollen, genauso wie halt jeder Investor auch eine andere Strategie fährt. Und mein Job ist es eben zu schauen, wie bringe ich Darlehensnehmer und Darlehensgeber zusammen, wo passen wo ist die Übereinstimmung anhand der einzelnen Parameter. Hab natürlich auch schon auf deinem Stuhl gesessen mit den Überlegungen, die man als Käufer und als Kreditnehmer hat und tue das auch weiterhin mit großer Freude. Jetzt hast du uns oder mir im Vorhinein ja schon Teil deiner Bonitätsunterlagen, auch so ein paar Punkte, die dich beschäftigen, was du gerne wissen willst. Wie wollen wir es halten? Willst du mit deinen Fragen anfangen? Soll ich anfangen zu erzählen, was ich jetzt aus dem, was ich von dir gesehen habe, welche Erkenntnisse ich daraus schon gewonnen habe und welche Fragen sich mir stellen? Welcher Ablauf ist dir angenehm? Gerne so rum. Also das Zweite, dass du mal berichtest, was du schon alles draus lesen kannst und was für Fragen sich von deiner Seite ergeben. Und ja, dann gucken wir mal, wie wir da weiterkommen. Ja. Okay, hervorragend. Grundsätzlich will ich dich mal loben. Du bist aus meiner Sicht so sehr gut vorbereitet gewesen, was deine Unterlagen anbetrifft. Da habe ich auch manchmal Kunden, da läuft das bedeutend mühsamer, aber ich habe gesehen, dass du da mit dem Immocation Bankpaket schon gearbeitet hast, mir also deine jetzt die persönlichen Daten mal zur Verfügung gestellt hast und auch schon Einkommensunterlagen und auch dein Eigenkapitalnachweis. Also das ist schon fast komplett. Das Einzige, was hier noch gesagt, so Steuererklärung und Steuerbescheide wären mal noch interessant. Was positiv ist, du hast ja in deinen jungen Jahren schon gut was gespart. Ungefähr 50.000 Euro hatte ich gesehen, die jetzt so vorhanden sind. Und damit ist natürlich schon mal die ersten Käufe die ersten Immobilienkäufe in einem gewissen Rahmen durchaus möglich. Also wenn wir jetzt mal ausgehen, dass bei einer Immobilie so ungefähr 10% Kaufnebenkosten immer entstehen, Makler, Notar, Grunderwerbsteuer, und wir davon ausgehen, dass du mal aber zumindest 10.000 Euro noch im Sparstrumpf behalten solltest, auch nach Finanzierung, auch mit Käufen, deckt sich auch mit dem Immocation-Konzept, hast du ja schon mal 40.000 Euro angespart, die man einsetzen kann für Immobilien, was jetzt so rein vom Thema Eigenkapital schon mal irgendwo einen Finanzierungsrahmen bis 400.000 Euro, wenn man es geschickt macht, ein bisschen mehr, aber grundsätzlich mal ermöglicht. Dem gegenüberstehend, das hatte ich dir in der Mail auch schon geschrieben, stehen bei dir ein paar, also zwei Ratenkredite für einen Fernseher und was war das Ja, ich andere? habe mir mal, als ich in eine eigene Wohnung gezogen bin, habe ich mir auch so über 0% ein bisschen Möbel finanziert. Da war, ich meine, so ein Tisch sind es. Ja, in dem Rahmen habe ich mich noch gar nicht so wirklich damit beschäftigt, ob das jetzt irgendwie sich verschlechternd auswirkt auf meine Finanzierbarkeit. Ja, ich habe einfach gedacht, das wäre ein guter Deal gewesen, dass eine 0% Finanzierung ist. Und ja, habe da einfach das Ganze demzufolge so auch abgeschlossen.
ist eine Idee, die ich grundsätzlich nachvollziehen kann. An der Stelle muss ich allerdings das jetzt für das Thema Kauf von Immobilien und Immobilien außerordentlich schädlich. Also es ist jetzt bei dir ja doch die Größenordnung, führt jetzt nicht dazu, dass irgendwie in der Vermögensbilanz, in der Waage von Vermögen und Schulden das Eigenkapital aufgebraucht wäre, also lange nicht. Es ist auch in deiner Eigentumsklasse vom Thema der Kapitaldienstfähigkeit auf den ersten Blick nicht so schlimm. Also belastet deine Haushaltsrechnung nicht ganz so sehr. Aber jemand, der für Immobilien kaufen will, hat keine Ratenkredite. Also das wäre rechtlich mal etwas, was notwendig ist in Vorbereitung auf die Finanzierung, dass du die beiden Ratenkredite ablöst, also die Schulden vollständig zurückbezahlst. Das ist einfach aus Sicht der Banken so ein totales No-Go. Du musst dir überlegen oder dir vorstellen, jetzt so ein ganz konservativer Banker aus der Marktfolge, ein Kreditentscheider, der gemäß seinem Arbeitsvertrag die Aufgabe hat, Schaden und Risiken von der Bank abzuwenden. Wenn der sieht, da ist jemand, der will eine Wohnung finanzieren, da soll wer anders drin wohnen, aber in seiner eigenen Wohnung ist nicht mal sein Tisch und sein Fernseher bezahlt. Das macht keinen guten Eindruck dafür, dass manche Banken da, ich sehe, du schreibst schon, ja, vielleicht kannst du dir im Nachgang per Mail auch noch zusammenfassen. Also bei dem Thema Konsumentenkredite in Verbindung mit vermieteten Immobilien, da steigen manche Banken komplett aus, egal ob das jetzt im Einzelfall sinnvoll ist oder nicht. Die sagen, nee, wollen wir nicht, ist ein No-Go oder ist zumindest für Scoring relevant. Das ist jetzt die zweite Bitte, die ich an dich habe. Zieh dir vielleicht, bevor wir bei einer Bank wirklich eine scharfe Kreditanfrage dann stellen, mal eine Schufa-Eigenauskunft. Die gibt's also kannst du über die Schufa online beantragen oder im Easy Credit Shop gibt's die und seit neuestem, glaube ich, auch nicht in Postbank-Filialen, um da mal zu schauen, was steht in deiner Schufa, nur die beiden Sachen oder noch was anderes oder wenn du es bezahlt hast, sind die wirklich erledigt. Und wie sieht auch dein Schufa-Score-Wert aus? Da zum Hintergrund. Solche Ratenkredite belasten den sogenannten Schufa-Score, weil Leute, die viele Ratenkredite haben, sind üblicherweise auch die sie mal nicht zurückzahlen. Das ist jetzt wahrscheinlich bei dir in deiner Einkommensklasse eher weniger ein Problem, aber statistisch Leute, die solche Kredite haben, neigen dazu, die manchmal nicht zu bezahlen. Deswegen senkt das den Schufa-Score-Wert und viele Banken sind da auch relativ starr und sagen, so alles, was unter Score 95 ist, finanzieren wir halt nicht. Und ich würde es jetzt schade finden, wenn wir bei dir, der wirklich grundsätzlich eine sehr gute Bonität hat, dadurch die Bankenauswahl einschränken oder vielleicht zu irgendwelchen Verzögerungen oder höheren Zinssatz, wenn es dazu kommt. Das wäre, glaube ich, für dich noch für mich irgendwie eine Hilfe. Was ist jetzt ein guter Score? Du hattest jetzt gerade gemeint, höher 95. Das ist so als Anhaltspunkt für die Bank, oder? Ja, also unter 95 sind tatsächlich die meisten Banken raus. Der beste Score wäre natürlich 100%, der wird aber in der Praxis nie vergeben, weil es natürlich nicht auszuschließen ist, dass irgendjemand mal seinen Kredit nicht bezahlt, egal wie gut die Bonität ist. Also bei jedem kann irgendwie mal was Blödes oder was Komisches passieren. Kurzer Exkurs, das ist jetzt für alle, die zuschauen, später vielleicht mal noch interessant. Ist also jetzt ganz vereinfacht gesagt, ein Schufa-Score von 99 bedeutet, dass in dem Jahr von dieser Bonitätsklasse, also die diese bestimmten Merkmale erfüllen, einer von 100 Krediten ausfällt. Wenn jetzt der Schufa-Score auf 98 sinkt, aber das ist jetzt nur näherungsweise nicht ganz korrekt, aber wenn der Schufa-Score auf 98 sinkt, bedeutet das nicht, dass sich das Risiko für die Bank um 1% erhöht, sondern verdoppelt, weil dann doppelt so viele ausfallen und dann halt unter 95, da ist halt das Ausfallrisiko der Kredite so hoch oder ist in einer bestimmten Gruppe, fallen so viele Kredite aus, dass dann im Prinzip noch der Ertrag allen anderen Krediten, die sauber durchlaufen, auch noch dahin ist und deswegen den Banken dann eine Reißleine. Deswegen Empfehlung für dich und auch für alle anderen, die jetzt Immobilieninvestoren werden wollen,
mal Schufa-Score ziehen, guckt, was steht da drin, ist das alles korrekt, muss man dann irgendwas arbeiten oder recherchieren, dass der dann, wenn du später noch mehr Immobilien hast und mehr auch Immobiliendarlehen, dann wird der noch von alleine schlechter. Das wissen und verstehen Banken dann aber auch, dass viele Immobiliendarlehen, also die sogenannten guten Schulden, dass das für die Schufa nicht wahr ist, das passt nicht in deren Algorithmen. Wenn später ein bisschen schlechter wird, ist nicht ganz so schlimm, aber jetzt zum Anfang Thema Grundstein legen, das erstmal ja, sauber und gerade ziehen. Mhm. Zweite Sache, die sich für mich, du hast deine Gehaltsabrechnung mit eingereicht jetzt für die vergangenen 3 Monate, sehr gut. Was jetzt für mich, da hatte ich noch eine Frage, wie genau sich das zusammensetzt, weil du ja neben deinem Grundgehalt noch relativ viele Zulagen und Prämien hast. Jetzt hast du vorhin auch gesagt, du hast gerade deinen Arbeitgeber gewechselt. Ist das ja korrekt? Ja, also ich bin ja im Bereich Automobilbranche tätig und da ist es ja üblich, dass man am Anfang, vor allem mit wenig Berufserfahrung, eben über so eine Dienstleisterfirma bei den großen OEMs eingestellt wird. Und so war das dann bei mir auch. Und jetzt habe ich quasi zum, ja, ganz neu, zum 1.4. habe ich dann den Arbeitgeber gewechselt zu einem OEM und habe da demzufolge jetzt quasi einen neuen Arbeitgeber seit diesem Monat jetzt. Mhm. Und generell ist bei mir das Gehalt, also es gibt so ein Grundgehalt, was jetzt, deswegen sind auch diese ganzen Prämien drauf, diese Dienstleisterfirma zahlt meistens ein anderes Grundgehalt wie jetzt bei den großen Unternehmen üblich, aber dadurch, dass da meistens immer Equal Pay herrscht bei den Unternehmen, müssen die eben Zulage, so eine Projektzulage nennen, die das dann obendrauf zahlen, dass du im Endeffekt ungefähr auf das gleiche Gehalt kommst wie ein Arbeiter, der direkt über das Unternehmen eingestellt ist. Und deswegen ist das ganze Gehalt dann quasi in mehrere Stufen aufgeteilt. Was bei mir aber auch nochmal zusätzlich dazu kommt, sind meistens Überstunden, die sich durch Erprobungen ergeben. Also wir sind viel auf Testfahrten und da sind dann halt auch Wochenenden und sowas dabei und sowas wird dann auch immer damit draufgerechnet, was natürlich jetzt kein Fixgehalt ist, sage ich mal, aber was bei uns, also jetzt in meinem Berufsfeld doch recht häufig vorkommt. Okay, verstehe ich. Frage noch von mir, also erstmal Glückwunsch jetzt zum Festvertrag ganz neu, darf man ja auch mal gratulieren. Als du noch über den Dienstleister beschäftigt warst, war der Auftraggeber das Unternehmen, in dem du jetzt angestellt bist? Ja. Okay, das ist gut, das vereinfacht die Sache. Ist jetzt in dem Arbeitsvertrag, ist da eine Probezeit vereinbart? Also ich habe jetzt eben nochmal reingeschaut, ich habe den Arbeitsvertrag direkt auch hier vor mir liegen. Da steht Arbeitsvertrag Beschäftigte ohne Probezeit. Aber ich habe so eine, was die Bewertung angeht, weiß ich, dass nach 3 Monaten nochmal ein Gespräch, was Verhandlungen, was Gehälter angeht, nochmal stattfindet. In dem Arbeitsvertrag explizit steht jetzt aber ohne Probezeit. Okay, das ist auch dazu mein Glückwunsch. Das ist sehr, sehr wichtig, weil üblicherweise so Probezeit bedeutet ja, dass sowohl Arbeit auch Arbeitgeber mit einer Frist von 14 Tagen irgendwie sagen können, nee, ist nichts. Und deswegen ist es üblicherweise so, dass die allermeisten Banken, also eigentlich 95 der Banken, keine Kredite vergeben an jemanden, der noch in der Probezeit ist. Und das wäre jetzt in Verbindung mit den Ratenkrediten bei dir echt ein Problem geworden im Moment, wo ich vorhin überlegt habe, wie ich dir das verkaufen kann. Okay. Aber ja, also wie gesagt, jetzt Probezeit machen die Banken. Oder es gibt einzelne Banken, die finanzieren auch mal jemanden in der Probezeit, gerade wenn es jetzt wie bei dir ein logischer Kandidat ist, im gleichen Unternehmen von befristet oder von Leiharbeitnehmer auf fest angestellt, wenn das alles in sich logisch ist, dann gibt es einen gewissen Teil der Banken, die das tun. Es gibt auch einen gewissen Teil der Banken, die jemanden finanzieren, der Ratenkredite hat, aber die Schnittmenge wäre ein bisschen eng geworden. Das wäre dann ein bisschen problematisch. Aber so, wenn du jetzt einen festen Arbeitsvertrag hast ohne Probezeit, ist von der Stelle auf jeden Fall mal alles safe. Jetzt erklär mir bitte noch mal eins, wie hoch ist dein das vertraglich garantierte Grundgehalt? In dem neuen Arbeitsvertrag jetzt? In dem neuen, ja. Ja, Moment. Ich habe nämlich noch so eine Zusatzklausel. Das sind 5.870. Brutto? Ja. Sind dann netto bei dir? Also ich bin Steuerklasse 3. Das müssten so auf 4 müsste das rauslaufen. Okay.
Ich hätte jetzt aus dem Kopf weniger geschätzt, aber mit Steuerklasse 3 ja ist was anderes. Was hilfreich ist, wenn du jetzt mit den Immobilien kurzfristig in die Umsetzung kommen willst, ich nicht wie schnell, aber wenn du jetzt den Monat noch da angreifen willst, das ist vielleicht zweckdienlich, wenn du schon mal so eine Mustergehaltsabrechnung anforderst von deinem Arbeitgeber, wie das dann also zum Ende des Monats aussehen wird, dass wir das schon mal vorliegen haben. Okay. Wenn es jetzt ganz, ganz schnell geht und du diesen Monat noch zum Notar möchtest und die Finanzierung brauchst. Ansonsten dann einfach ganz normal die Gehaltsabrechnung. Und bitte, hatte ich dir an der Mail schon geschrieben, eine Kopie des Arbeitsvertrags, weil sonst sitzt der Banker und der Darlehensprüfung da. Sieht hier Eintritt erfordert, der hat wahrscheinlich Probezeit und dann gibt's wieder Rückfragen und Verzögerungen und nun ja, und der Deal ist vielleicht weg. Also Mustergehaltsabrechnung und nochmal ein Scan vom Arbeitsvertrag musst du auch nicht komplett schicken. Also wenn du nicht willst, den Arbeitsvertrag auch nicht komplett schicken, aber zumindest mal die Passage, aus der hervorgeht, dass keine Probezeit vereinbart ist. Das steht hier auf jedem Blatt unten. Ah, sehr gut. Ja. Ja, aber kein Problem, ja, kann ich machen. Also Musterabrechnung und Arbeitsvertrag, ja. Ja, auf Basis dessen dann jetzt mal, und das ist jetzt so das, was mit Thema Eigenkapital hatte ich gesehen, Einkommensunterlagen hatte ich gesehen. Wichtig im ersten Schritt, dass Banken immer nur mit dem arbeiten oder arbeiten dürfen, was vertraglich garantiert ist als Einkommen und nicht irgendwelche Sachen, die mal rauf und mal runter gehen. Sondern wirklich nachhaltig ist nur das, was garantiert ist, damit rechnen dürfen. Also darauf können wir deine Geld auch nur abstellen. Was anderes ist es, deswegen hatte ich auch nach den Steuerbescheiden der letzten 3 Jahre gefragt. Das wird dann mit der Zeit ein bisschen einfacher, wenn du jetzt deinen Job machst. Und dann ist also ähnlich wie beim Selbstständigen. Beim Selbstständigen schaut sich die Bank ja auch immer die letzten 3 Jahresabschlüsse an. Und so, wenn du über einen Zeitraum von 2 oder 3 Jahren immer auf einem gewissen Niveau verdienst, also weil du ja wahrscheinlich immer diese Tätigkeit in einem relativ oder in dem Ablauf machen wirst, dass halt immer bestimmte Zuschläge dazukommen, wenn das über einen gewissen Zeitraum nachweisbar ist, dann wird das die Bank auch bei der Bewertung der Bonität positiv mit heranziehen. Jetzt auch im Wesentlichen die 2 Sachen, die mir aufgefallen sind oder die für mich erstmal noch zur Klärung standen. Eine weiche Finanzierungsbestätigung würde ich dir jetzt entgegen dem Plan vom Yannick heute tatsächlich noch stellen, nicht weil ich das jetzt irgendwie böse meine oder so, sondern dass wir erstmal schauen, was steht bei dir in der Schufa, dass du die beiden Ratenkredite verschwinden lässt, dass nicht dann irgendwie die Chance ist zwar gering, dass es wirklich zu einem Problem wird bei deiner Einkommensklasse, aber dass wir da nicht irgendwie dann hintenrum so einen Pferdefuß kriegen und die Bank dann sagt, nee, jetzt ist doch ein Problem und wir müssen noch mal genauer bohren. Nee, verstanden. Aber, ja, also wenn das mit Thema Schufa Eigenauskunft, Ablösung, Ratenkredite geklärt ist, dann würde ich dir halt grundsätzlich das Thema weiche Finanzierungsbestätigung sehr gerne zur Verfügung stellen, wenn das für deinen Plan, den du für den Einkauf hast, zweckmäßig ist. Die Frage ist natürlich jetzt, in welcher Höhe, so von der Größenordnung, du hast 40.000, die du insgesamt ungefähr einsetzen könntest für Anzahlungen. Dein Netto wird... Ja, ich muss den nochmal nachhaken. Also ich hab dir die Sachen geschickt. Ich habe den Nachweis über die 50.000, danach habe ich nochmal 10.000 grob im Depot. Das ist ja im Prinzip auch Geld, was ich direkt direkt verfügbar ist. Kann ich das dann auch mit nutzen? Oder du kannst das sehr gerne mit nutzen. Ich habe den zweiten Nachweis gesehen, den hatte ich irgendwie so gedanklich bei mir ausgeblendet, weil da liegt was noch Depot, dann müssen die Ratenkredite abgelöst werden. Aber natürlich kannst du Depotguthaben auf verschiedene Weise in die Finanzierung mit einfließen lassen. Also das eine wäre jetzt mal das Depot kündigen, was aber vielleicht nicht die sinnvollste Variante ist, gerade im Hinblick, wenn das gut läuft, kann man das ja irgendwo lassen. Arbeitet erstmal mit dem Cash, aber in der Vermögensbilanz steht es natürlich mit drin und ist nutzbar. Was man grundsätzlich auch tun kann, ist ein Depot Sicherheit zusätzlich in eine Immobilienfinanzierung mit einbringen. Beispielsweise, wenn du jetzt sagen würdest, hier, ich Nebenkosten mitfinanziert haben, sagt die Bank, nee,
wollen wir nicht, steht kein Immobilienwert als Sicherheit gegenüber, dann könnte man grundsätzlich auch sagen, ich gebe euch ein Depot und trete das ab, dauerhaft oder für einen bestimmten Zeitraum. Dafür ist es jetzt bei ehrlicherweise ein Stück weit zu klein der Stelle, weil wenn man jetzt, also Depot, die Beobachtung wirst du gemacht haben, Depotwerte schwanken manchmal, deswegen sagt eine Bank halt immer, ja, ein Depot können wir mit Kursrisiken und hin und her nur zu 60% als harte Sicherheit heranziehen und dann für einen, ich sag mal, mittleren vierstelligen Betrag wird jetzt eine Bank so eine Sonderlocke nicht fahren. Mhm. Wobei die Frage ist, ob das jetzt bei der ersten Finanzierung wichtig ist, je nach Größenordnung. Also so der grobe Rahmen bei dir, der grobe Rahmen hier aufgrund verfügbaren Eigenkapital und Nettoeinkommen, das sagt man so, also man sagt so, Banken verleihen ungefähr bis zum 9,5-fachen des Jahresnettos oder bis zum 100-fachen des Monatsnettos, das ist ungefähr eine Größenordnung. Das heißt, so bei dir ist der grobe Rahmen so aufgrund Einkommen, dass du jetzt mal aus dem Stegreif so für 400.000 gut bist. Mhm. Frage ist jetzt, inwiefern, oder mal anders gefragt, was ist, jetzt habe ich auch einen ewig langen Monolog gehalten, was ist jetzt mit den Immobilien deine Strategie, sowohl langfristig als auch jetzt kurzfristig im nächsten Schritt? Ja, also ich habe ja noch keine Immobilien, das hast du ja jetzt schon herausgefunden. Mhm. Ich stehe jetzt quasi kurz davor, beziehungsweise bin jetzt dabei, die erste zu kaufen. Ich möchte es aber nicht bei der einen belassen. Mhm. Also ich möchte für die Zukunft dann tatsächlich ja so ein kleines Portfolio für mich selber auch aufbauen. Mhm. Ja, eventuell dann auch ein Mehrfamilienhaus. Das halte ich mir aber alles noch offen. Mhm. Je nachdem, ja, wie ich da jetzt reinkomme und was für gute Deals, sage ich mal, oder beziehungsweise was sich auch finden lässt. Mhm. Mein Plan war es jetzt so, dass ich damit so ein bisschen meine Rente aufbessere. Mhm. Beziehungsweise auch einfach ja Kapital quasi ein bisschen anlege, ohne dass es einfach nur auf der Bank da rumliegt oder etc. Mhm. Und ja, also mein Ziel ist es tatsächlich dann, sage ich mal, jetzt im ersten Schritt alles richtig zu machen. Deswegen ja, sehr ratsam jetzt auch tatsächlich auch deine Ratschläge in Bezug auf diese Ratenkredite etc. Das war mir alles bewusst. Es ist jetzt dann gut, dass man sowas gleich von vornherein dann ja wegmachen kann, dass es dann nicht mehr im Weg steht. Und ja, generell möchte ich jetzt mal anfangen, die erste Immobilie, ich habe mir jetzt aber keinen Rahmen gesetzt, im Prinzip, wie viel die kosten soll. Mhm. Also die soll sich von Miete zu Kaufpreis natürlich rentieren, soll eine bestimmte Eigenrendite haben und da bin ich dann tatsächlich auch bereit, quasi das, was ich angespart habe, da auch komplett zu investieren. Okay. Also ich würde jetzt vielleicht aber im ersten Schritt natürlich schon eher so sehen, dass ich vielleicht, ja, so die Hälfte von meinem Angesparten vielleicht mal reinstecke, vielleicht sogar weniger nach dem, was man tatsächlich findet, damit ich mir die Option aufrechterhalte, direkt nochmal eine zweite Immobilie im Anschluss dann zu erwerben oder wie es dann quasi auch, ja, was der bessere Weg ist, weiß ich jetzt selber noch nicht, wie man dann zum Beispiel auch mit einer schon erworbenen Immobilie dann auch nochmal seine Bonität steigern oder ob es sich dann komplett verschlechtert, das ist halt auch eben meine Frage, wie man das dann am besten anstellt, dass man quasi sich so ein bisschen den Weg frei macht, um später ein bisschen leichtes Spiel zu haben mit den Banken, tatsächlich bei der zweiten oder dritten Immobilie. Mhm. Okay, verstehe ich. Das bedeutet, dass es jetzt im ersten Schritt wahrscheinlich auch in die Richtung Eigentumswohnung eher gehen wird. Ja, genau. Also erster Schritt, hätte ich gesagt, eher Eigentumswohnungen. Von der Größe her, wie gesagt, noch nicht festgelegt, je nachdem, was man tatsächlich an den Standorten dann also wir haben uns auch noch nicht auf einen Standort speziell festgelegt, das wird jetzt auch nochmal passieren in den nächsten Wochen und ja, okay, dann will ich da angreifen. Okay, verstehe ich. Ich frage noch mit dem Hintergrund, weil ich will deine Bemühungen nicht sabotieren, wenn du jetzt, sag ich mal, du willst die Hälfte von deinem verfügbaren Eigenkapital einbringen. Das würde ja bedeuten, wir sprechen irgendwo über eine Eigentumswohnung so maximal bis 200.000 Euro, wenn du so in dem Bereich guckst. Wenn ich dir jetzt eine weiche Finanzierungsbestätigung schreibe über die vollen 400.000 Euro und du dann zu dem Makler oder zu dem Verkäufer gehst mit einem Zettel, wo 400.000 drin steht, dann setzt das bei ihm natürlich von der Zahl her einen relativ hohen Anker im Kopf. Und du hast dann wahrscheinlich eher eine Schwierigkeit, beim Kaufpreis noch was nach unten zu verhandeln.
Deswegen kann man da gegebenenfalls diese weichen Finanzierungsbestätigungen auch gestückelt machen, um erstmal zu sagen, na okay, man schreibt eine über 200.000, dann passt das zu der Größenordnung, wo du vielleicht wo jetzt erstmal dein Ankaufsfokus liegt. Du hast zwei Sachen noch angesprochen, die jetzt aus meiner Sicht für die Finanzierung wichtig sind. Das eine, dass eine Immobilie die Bonität fördern soll, das halte ich grundsätzlich für sinnvoll. Man will sich ja nicht mit einer Immobilie irgendwie selber in die Armut stürzen. Was man verstehen muss, die rechnet anders in der Bewertung der Kapitaldienstfähigkeit als jetzt der Investor oder manche Investoren kalkulieren. Ich weiß nicht, ob du es anders machst. Aber jetzt üblicherweise, du findest eine Immobilie, die bringt dir im Jahr 6.000 Euro Miete und der Kredit kostet 5.000 Euro, würden viele ja erstmal denken, naja, ist ja super, habe ich einen Tausender über, kann ich in Urlaub gehen oder, weil wir ja Investoren sind, sparen wir es für die nächste Immobilie. Die Bank zieht dir bei den Mieteinnahmen Bewirtschaftungskosten ab für Verwaltung und Instandhaltung, also was jetzt im Bereich Hausgeld läuft, kalkulatorisches Leerstandsrisiko. Das heißt, zieht schon mal 20 oder wenn die Lage ein bisschen schlechter ist, 25% der Mieteinnahmen ab. Und je nach Finanzierungsstruktur, wenn du so finanzierst oder wenn wir dann so finanzieren, dass irgendwo es eine Zinsbindung gibt und dann eine Restschuld, dann schaut die Bank auch, ob du dir die Restschuld auf einem höheren Zinsniveau, beispielsweise dann mit einer Annuität 8% leisten kannst. Das bedeutet, damit eine Immobilie, normalerweise sagt man ja so ab 7% Mietrendite, trägt sie sich selber nach allen Kosten und Steuern, damit eine Immobilie sich aus Sicht der Bank wirklich trägt und die Bonität nicht verschlechtert, brauchst du streng genommen 10% Rendite, die du wahrscheinlich an einem normalen Standort oder an einem guten Standort gleich im Ankauf vielleicht nicht finden wirst. Aber also entweder du bist halt im Einkauf der totale Fuchs und kriegst das hin, und oder musst dir halt was ausdenken, wie du den Ertrag der Immobilie so steigerst, dass sie halt auf die Rendite kommt, so dass, sag ich mal, deine Bonität sich nicht verschlechtert, sondern wächst und du dann halt irgendwann nur für die 400.000 aufgrund deiner eigenen Arbeitsleistung gut bist, sondern aufgrund eines gesund entwickelten Portfolios sich deine Bonität weiter erhöht. Also das mal so für den langfristigen Plan. Und Thema Standort ist für die Finanzierung auch nicht unerheblich. Jetzt muss ich noch mal fragen, wo wohnst du jetzt in München? Habe ich das richtig im Kopf? Nee, also ich war in München jetzt nur zu dem Coaching. Ich bin Raum Stuttgart. Ach so, ist auch schön. Raum Stuttgart irgendwo direkt drin? Oder weil ich habe mal so Heilbronn und Ludwigsburg die Ecke manchmal ein bisschen zu tun. Ja, in Leonberg, also im Prinzip auf der anderen Seite von Ludwigsburg. Okay. Und das ist jetzt als Standort für dich adäquat oder welche Standorte sind da im Rennen? Ja, wir haben uns tatsächlich jetzt eher auf den S-Bahn-Gürtel im Prinzip um Stuttgart beschränkt. Und da bin ich jetzt gerade am Ausarbeiten, welche Standorte beziehungsweise wo ist die Rendite denn so im mal ganz gut, dass man da einen näheren Blick wagt. Und ja, darauf wird sich wahrscheinlich dann auch herauskristallisieren, in so ein Randgebiet von Stuttgart, jetzt wahrscheinlich nicht direkt Stuttgart-Mitte. Ja, aber Stuttgart ist der Einkauf im Moment etwas kompliziert und mühsam. Ich frage nur mit dem Hintergrund, wenn du so wirklich mal in der Nähe des eigenen Wohnorts kaufst, das halte ich für sehr geschickt, weil man da, also ich halte es grundsätzlich für geschickt, weil man da oftmals den Markt doch besser kennt, eher einen Zugriff hat, mehr Einkaufsquellen und auch sich das von den Opportunitätskosten her irgendwie aus meiner Sicht besser rechnet, als wenn man ständig irgendwo hinfährt. Und natürlich ist dann die Bankenauswahl auch etwas breiter, weil du dann, sag ich mal, deine Banken vor Ort, also die stehen die regionalen Banken zur Verfügung, Sparkassen, Volksbanken und die großen Geschäftsbanken, wohingegen jetzt mit Konstellationen, wenn du weit weg kaufst vom eigenen Wohnort, sich gerade die Sparkassen, Volksbanken etwas schwerer tun und man dann nur die Großbanken hat und denen auch noch erklären muss, warum man sich jetzt gerade genau für den Standort entschieden hat. Also von daher ist das eine Entscheidung, die ich durchaus vernünftig finde und auch teile, dass man so in der Nähe des eigenen Kirchturms tätig wird. Und da kriegt man, glaube ich, auch in der Region so für 200.000 Euro oder an die 200.000 kriegt man ja auch noch eine Eigentumswohnung, eine gute. Ja, klar. Also möglich ist alles. Man muss natürlich immer gucken,
wo die Wohnung dann tatsächlich liegt, ja. Also, weil es als zweiter Standort vielleicht noch im Raum steht aktuell. Also, ich bin in Ulm aufgewachsen, deswegen hat man dann auch noch Ulm mit ins Rennen reingenommen, Okay. weil es dann einfach so, sagen wir mal, so auch nochmal so einen Heimatbonus gibt. Da kenne ich da tatsächlich jede Straße und könnte da auch nochmal gucken. Ja, also, wie gesagt, habe ich jetzt nur mal so meine Top 6 ungefähr ausgearbeitet. Ich hoffe, ich kriege das jetzt die nächsten Tage nochmal deutlich runter auf die Top 3 und dann wollten wir dann im nächsten Coaching dann tatsächlich uns auf einen Standort dann fest. Finde ich gut. Ulm ist schwer. Ich kenne einen Makler aus Ulm, der hat mir da, ach der guckt das Video dann wahrscheinlich auch, hoffentlich ist der mir nicht sauer, aber hat mir einen 5%er als den total geilen Off-Market-Deal offeriert. Also nicht mir, sondern den Kunden, der auch da gesucht hat. Also Ulm ist, glaube ich, auch echt. Also ist auch nicht mehr ganz einfach im Einkauf, Ja, aber gut, wie dem auch sei. Aber so habe ich beispielsweise auch gemacht. Ich komme ja auch, ich sitze hier in Hamburg oder Ahrensburg bei Hamburg und habe aber auch in Eisenach so als alte Heimat gekauft, weil ich mich halt auch relativ gut auskannte und da auch einfach abschätzen kann, wenn ich da eine Bude sehe, lohnt die sich an dem Standort oder lohnt sie sich nicht. Na, gut, ja. Ich glaube, so als erstes Arbeits- oder Teilarbeitsergebnis können wir festhalten, so du machst das mit den Ratenkrediten und der Schufa, dann kriegst du eine weiche Finanzierungszusage für 200.000 Euro. Das hilft dir, oder? Ja, ich denke schon, also vor allem, wenn ich dann tatsächlich den Standort ja, fixiert habe, beziehungsweise mich für einen entschieden habe, dann kann ich ja auch mehr sagen, was die Preise da in der Gegend machen. Da könnte man ja auch nochmal ja, Rücksprache halten, was dann tatsächlich die weiche Ja. Finanzierung angeht. Also absolut, wie gesagt, ich halte so eine Größenordnung bis 400.000 für durchaus machbar. Ich wollte, wie gesagt, halt nur deine Einkaufsverhandlungen nicht beschädigen, wenn jetzt das erste Investment als Eigentumsquite kleiner wird Ja, oder kleiner ist. nee, klar, habe ich verstanden. Ist ein guter Rat, ja. Ja, okay. Ansonsten, das war jetzt das, was ich von meiner Seite kundtun wollte. Wie gesagt, eine Unterlagenaufstellung, was mal, oder hast du ja im Rahmen des Bankpakets, also ich habe ja gesagt, Steuerunterlagen brauche ich von dir noch, Mustergehaltsabrechnung, Schufa, Objektunterlagen steht, was wir da dann brauchen, also was du ja sicherlich als Investor sichten willst und was auch die Bank dann brauchen wird, steht auch im Bankpaket in der Checkliste. Ja. Ja, nee, passt. Super. Okay. Ich habe mir jetzt die nächsten Dann. Schritte auch aufgeschrieben, im Prinzip, was du auch von mir brauchst. Das werde ich dann in den nächsten Tagen auch erledigen. Ich Perfekt. denke, vom Ende der Woche hast du auf jeden Fall schon mir alles von mir vorliegen. Also im Moment Zeitachse ist, du kümmerst dich bis Ende der Woche um die besprochenen Ja. Punkte. Dann kriegst du von uns die weiche Ja. Finanzierungszusage. Gehst damit einkaufen oder gehst damit los. Ja, sagst du ansonsten. Auf los geht's los, wenn du das passende Objekt hast. Gerne Makler, die Unterlagen anfordern, so dass wir mit der Bank dann in die finale Prüfung gehen können. Ich schicke dir dann aber gleich nochmal per Mail oder per WhatsApp, schicke ich dir auch nochmal genau, was wir da brauchen. Ansonsten nochmal so vielleicht für ein Sprech. Wenn du jetzt mit dem Makler oder dem Verkäufer sprichst, wenn du jetzt mit ihm, für ihn die Objektunterlagen anforderst, oder in die Checkliste gibt es das die eine Variante, dass du ihm natürlich sagst, ja, hier, ich brauche diese und diese Unterlagen, dass ich die prüfen kann und hin und her. Dann entsteht bei Makler so die Idee, naja, wer weiß, ob der kauft und was mit dem überhaupt ist. Wenn du dem dann sagst, hier, gib mir mal die Objektunterlagen, weil ich will die haben und B, ich will die auch für die Bank haben, damit die möglichst schnell das Objekt prüfen können und die harte Finanzierungszusage machen können und wir zum Notar gehen können, dann entsteht bei ihm die Idee, dass er bald mit dir Geld verdienen wird. Deswegen Objektunterlagen anfordern für dich und für die finale Zusage der Bank. Naja, ansonsten weiß ich jetzt gerade auch nichts Spannendes mehr, was mir ad hoc einfällt. Ich hoffe, dass dieses Gespräch dich vorangebracht hat und deine Erwartungen erfüllt sind. Und ja, ansonsten wünsche ich dir viel Erfolg beim Immobilieneinkauf und freue mich jetzt auf die Zusammenarbeit mit dir. Ja, vielen Dank. Hat mich auf jeden Fall weitergebracht, das Gespräch. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Hat mich sehr Sehr gerne. gefreut. Ja, und auf eine gute Ja, das freut Zusammenarbeit. mich. Vielen Dank und einen schönen Abend. Wünsche ich dir auch. Danke. Dankeschön. Ciao. Ciao. Das war's mit der Folge für heute. In der nächsten Folge ist es 2 Wochen später und der Arthur war in Stuttgart unterwegs. Genau, wenn du da dabei sein möchtest und erfahren möchtest, was er erlebt hat, dann abonniere am besten einfach unseren Kanal.